Hey, wo soll ich anfangen? Ich bin KevKevon und noch vor ungefähr einem Jahr kamen recht regelmäßig Videos auf diesem Kanal hier. KevKevon. Ich hatte auf irgendeine Art und Weise sowieso immer das Gefühl, dass mich irgendwie niemand schaut. Beziehungsweise habe ich gedacht, dass ich einfach irgendwie egal bin. Es ist schwer zu beschreiben. Allerdings habe ich mit dem letzten Video einen Tiefpunkt erreicht und das habe ich auch selber gemerkt. Schlechte Audio, schlecht verarbeitetes Video. Schlechtes Commentary. Ich brauchte eine Pause. Ganz unaktiv war ich nicht. Ich habe mir nämlich jetzt seit geraumer Zeit eine stetig wachsende Musikkarriere aufgebaut und mache halt anderen Stuff. Das werde ich jetzt hier nicht erwähnen, aber wer nicht komplett blind ist, der kann das durchaus finden. Es ist relativ offensichtlich versteckt. Wenn es überhaupt versteckt ist oder man es versteckt nennen könnte. Ja. Also, wieso habe ich diese Pause überhaupt gemacht? In erster Linie war es wegen diesem, es kommen keine Abos dazu, ich trampel auf einer Stelle. Ich meine, man sollte diesen ganzen Shit prinzipiell immer nur zum Spaß machen. Aber ich habe ein Jahr nur auf einer Stelle gestanden und es hat mich einfach nichts geändert. Und wenn sich einfach nichts ändert nach einer bestimmten Zeit, dann verliert man eine gewisse Motivation, die man auch haben sollte als YouTuber, die man nicht bekommt, wenn man keinen Abo-Zuwachs bekommt, beziehungsweise einfach nichts von den Abonnenten zurückbekommt, was im Fernsten sich so anfühlt wie ein, wir freuen uns, wenn du was hochlädst. Dann kommt noch dazu, dass Assassin's Creed einfach ausgestorben ist. Also komplett. Der Multiplayer ist wie leergesaugt und ich meine, mein Kanal bestand quasi nur aus diesem Spiel. Ich habe damals angefangen, weil ich mit euch meine Gedanken teilen wollte, meine Erfahrungen und das, was mir auf dem Herzen liegt. Nur jetzt, wo dieses ganze Spielgeschehen mit Assassin's Creed etc. komplett nicht mehr das ist, was es einmal war, ist das Produzieren der Videos auch schwerer geworden. Was ich an dieser Stelle nicht vergessen sollte, dass ich durch dieses Spiel und durch diese Videos Menschen kennengelernt habe, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Zum Beispiel Deadly Venom, Oma Ficker, Elemis Clan TV oder mit Dissi Beta, der mich sogar heute noch ab und an besuchen kommt. Doch was ist denn jetzt eigentlich der Plan für die Zukunft? Ihr wisst ja, dass ich ein begnadeter Fan des Hip-Hop-Genres bin und ich schätze, dass sich mein Kanal in diese Richtung entwickeln wird. Ob ich mit der Zeit einen neuen Kanal gründen werde oder mit diesem hier noch Stuff, der den alten Videos gleicht bringe, ist noch ungewiss. Doch eine Sache ist gewiss. Ich bin zurück. Bis nächste Woche.